Ja, mein Name ist Hannes Rosenbaum. Ich bin Regionalleiter der IGBAU, der Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt in Hessen. Wir sind in Mainz-Kastell und heute demonstrieren Bauarbeiter. Wir haben die letzte Möglichkeit zu demonstrieren. Die letzten freien Verhandlungen finden heute, die letzten freien Tarifverhandlungen in Berlin statt. Und sie wollen 5,3% mehr. Gleichen Lohn in Ost und West nach mehr als 30 Jahren überfällig und sie sind jeden Tag im Durchschnitt mehr als 60 Kilometer eine Strecke unterwegs und können sich ihre Baustelle nicht aussuchen, die wird zugewiesen und wollen eine Wegezeitentschädigung. Das Problem liegt ganz offensichtlich bei den Arbeitgebern bei der Wegezeitentschädigung. Wir haben jetzt wirklich ganz viel verhandelt. Wir haben, weil die Materie zum Teil kompliziert ist, 9 Monate lang vor den Verhandlungen mit den Arbeitgebern unter Moderation des Schlichters Professor Dr. Rainer Schlegel, der ist Präsident des Bundessozialgerichtes, versucht, eine Lösung zu finden. Haben dann auch einen Kompromiss gefunden und wollten damit in die Verhandlung steigen. Aber dort haben die Arbeitgeber wohl einen Kompromiss für eine Forderung von uns gehalten und wollten einen Kompromiss aus dem Kompromiss. Letztendlich keinerlei Wegezeitentschädigung. Und sie haben auch nur an Entgelt 1,5% pro Jahr geboten. Das würde nicht einmal den Inflationsausgleich in irgendeiner Form und Weise gerecht werden. Und man muss bedenken, dass unsere Bauleute während der gesamten Pandemie durchgearbeitet haben, die Arbeitsstunden sogar noch gesteigert worden sind in der Pandemie und sie wirklich gute Gewinne erwirtschaftet haben, auch für dieses Land, weil irgendwer musste ja Steuern bezahlen während dieser ganzen Geschichte und sie sollen jetzt mit in der Wegezeitentschädigung mit nichts und sie sollen in der im Entgelt mit 1,5% pro Jahr abgespeist werden. Das reicht uns nicht und deswegen protestieren wir hier heute am 22. Zeitgleich mit Beginn der letzten freien Tarifverhandlungen, wenn die nicht funktionieren, stehen die Zeichen auf Sturm und dann kann es durchaus einen heißen Herbst am Bau geben. Unser Ziel ist 5,3% zu erreichen, eine Wegezeitentschädigung, die tatsächlich die Fahrzeit und die Entfernung berücksichtigt und wir wollen natürlich gleiche Löhne in Ost und West und das ist wirklich eine Geschichte, wo man sich fragen muss, nach mehr als 3 Jahrzehnten Einheit dürfte es langsam an der Zeit sein, dass ein Bauarbeiter im Osten das gleiche verdient wie ein Bauarbeiter im Westen. Im Demonstrationszugang. Hier sind diejenigen, die für unsere Infrastruktur, unsere Einfahrt, unsere Straßen bauen. Das sind diejenigen, ich freue mich, dass wir hier und heute gemeinsam für unsere Forderung auf die Straße gehen. 5,3% mehr Gehalt, Löhne und Ausbildungsvergütungen. Weiterentwicklung der Wegezeitentschädigung in den Lohn- und Gehaltstarifverträgen festgeschrieben, sowie eine Angleichung der Ost- an die Westlöhne. Und ich betone hier die Reihenfolge, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ost an die West und nicht umgekehrt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr seid der lebende Beweis dafür, dass Konjunktur und Aufschwung in Pandemiezeiten ein Gesicht haben. Ohne euch würde Infrastruktur, Gleisbau, Wohnungsbau und vieles mehr zum Erliegen kommen. Ihr seid der Motor, der während der Pandemiezeit das Land am Laufen hält. Ohne euch würde der Konjunkturmotor lahmen und ohne Kraftstoff würde er auch krepieren.
Bauleute werden täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Sei es Wetter, Arbeitsbedingungen, Abwesenheit von zu Hause oder auch durch ihren Arbeitgeber. Eines sei euch aber gewiss, die Solidarität eurer Kolleginnen und Kollegen und eurer Gewerkschaft, der Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt. Für diese Leistung verdient ihr nicht nur Lob und Anerkennung, ihr sollt diese Leistung auch in eurem Geldbeutel erhalten.